Wusstet ihr eigentlich schon, wie unfassbar einfach Donuts sind? Nee, ich meine, dass sie lecker sind, das brauche ich euch nicht erzählen. Aber ich zeige heute einmal das einfachste Rezept der Welt, wie man Donuts macht. Ganz einfach. Genau, alle Zutaten findet ihr, wie ihr es kennt, in der Videobeschreibung und drinnen als zum Download, damit ihr es alle runterladen und nachkochen könnt. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem ganz einfachen Rezept einfach an. Als allererstes brauchen wir Milch. Dazu brauchen wir einen halben Würfel Hefe, den da rein. Dazu gebe ich einfach mal eine Prise Zucker. Und das verrühre ich jetzt erst einmal eben kurz, damit das Ganze aktiviert werden kann. Dann kann das erstmal an die Seite, naja, 10 Minuten ungefähr, damit die Hefe auch gescheit aktiviert wird. So, dann können wir uns eine große Schüssel nehmen. Dort packe ich jetzt einmal Mehl hinein. Dazu ein Ei. Dazu den Rest von dem Zucker mit dazugeben. Dann einen halben Teelöffel Salz. So. Und für den Geschmack mache ich da jetzt noch, naja, das ist jetzt optional, könnt ihr da noch Vanille reinmachen. Vanillepaste, Vanillezucker oder das ist jetzt relativ neu, das Zeug. Das ist so, was ist denn das? Ja, auch Vanille, so ähnlich wie Vanillezucker, aber es ist so mehr Vanille, mehr reine Vanille. So, so ein Teelöffel damit rein, zack. Und dann können wir das Ganze jetzt erst einmal schon mal gescheit umrühren. Wenn die Hefe dann aktiviert ist, dann können wir die auch dazugeben. Und dann können wir das Ganze zuerst mal zu einem schicken Teig vermischen, verrühren, verkneten, was auch immer. So. Der Teig sollte jetzt auch schon ein wenig fester sein, also sprich so wie hier. Hat zwar immer noch nicht die Konsistenz, also im Prinzip brauchen wir das so, ja, wie Pizzakonsistenz ungefähr, dass wir es kneten, ausrollen und sowas können. Wenn der aber so ist, in der Form, sag ich mal, dann können wir noch den Rest dazugeben und zwar jetzt noch die Butter da hinzu. Die zum Schluss da rein einarbeiten. Am einfachsten natürlich, wenn die Butter Zimmertemperatur hat, sonst wird es schwierig mit dem Einarbeiten. Und jetzt muss man teilweise gucken, wenn der noch so ein bisschen zu flüssig ist, so wie jetzt hier halt eben, dass wir dann noch so ein bisschen Mehl dazugeben, damit wir da so einen richtig schicken, von der Konsistenz passenden Teig bekommen. Aber ich mixe das mal eben durch und dann zeige ich euch das gleich, wie es denn letztendlich aussehen soll. Letztendlich solltet ihr jetzt so eine Teigkugel daraus bekommen und die gebe ich jetzt einfach wieder in die Schüssel rein. Ich mache das immer so, dass ich hier Backtrennspray nehme. Ihr könnt auch einfach Öl nehmen, das ist vielleicht wurscht ist. Ich bin immer faul. Das ist einfach nur dafür da, dass diese Kugel dann, da wir einen Hefeteig machen, schön in der Schüssel gären oder gehen kann. Deswegen einmal hier rein, einmal abdecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 90 Minuten ungefähr wieder, wenn das Ganze sich so verdoppelt hat. Ja, 90 Minuten sind vergangen. Der Teig hat sich auch schön verdoppelt, so wie es soll. So soll er aussehen. Und jetzt können wir den einmal rausholen. Und jetzt mache ich das, wenn man jetzt keinen Donutmaker hat, kann man das auch selber machen. Super easy. Also, Teig hier drauf. Das Ganze an die Seite. Und dann mache ich das im Prinzip wie, als würde ich jetzt Burger machen, mache ich das. Und zwar einmal so eine lange Wurst formen.
Denn ich will da ungefähr jetzt 10, 12 Donuts. Muss man mal gucken von der Größe her. Das Ganze muss ja letztendlich in einen Topf, Pfanne oder eine Fritteuse passen. Also würde ich sagen, einmal in der Mitte teilen. Wir gucken mal, wo wir ankommen. Nochmal in der Mitte. Muss mal gucken von der Größe her. Kommen wir 2, 4, 6. Ja, das müsste ja passen. So, und jetzt mache ich das wie bei den Burgern, dass ich die einfach rolle. Wie gesagt, wer nicht weiß, wie das funktioniert, kann ja mal in meine Burger-Videos reingucken. Der erkläre ich das, wie das geht. So, das Ziel des Ganzen ist, dass ich hier so eine schöne Kugel bekomme. So soll sie aussehen. Die drücke ich einfach nur platt. Mehr mache ich damit gar nicht. Und dann müssen wir einfach nur einen passenden Ausstecher uns suchen. Weil dann haben wir nämlich auch einen schönen runden Donut. Weil der muss sowieso noch ein bisschen gehen. Ausstecher. Ich nehme jetzt hier einfach zwei solche ganz normalen Spritztüllen. Es tut es aber auch ein ganz normaler, was ich Cola-Flaschendeckel oder sonst was. Und deswegen von der Größe her den passenden dafür suchen. So, einmal ausstechen und einmal. Ja, einmal raus damit. Und voilà, haben wir unseren formschönen klitzekleinen Donut jetzt. Wie gesagt, die Größe ist, müsst ihr selber wissen, wie ihr die haben wollt. Und das Zeug können wir gleich zu einem anderen noch dazu machen. Ja, wenn die Donuts dann alle komplett fertig sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich das hier besser parken kann. Ich habe jetzt das Backblech einfach mit hier Trennfettspray eingesprüht, habe die jetzt hier drauf geparkt, weil ich die jetzt gleich in die Fritteuse werfen will, weil ich finde, dass die aus der Fritteuse immer noch am besten schmecken. Wer das nicht mag, der kann das Ganze jetzt auch rein theoretisch mit Ei und mit ein bisschen Öl einsprühen, streichen, wie auch immer, und das Ganze im Backofen machen. Schmeckt dann allerdings dann nicht so ganz so toll. Und die müssen auch mindestens einmal gedreht werden. Ist dann so, naja, so semi. Aber ich zeige euch gleich die Variante mit der Fritteuse und deswegen decke ich die jetzt einmal nochmal ab, dass sie nochmal so eine halbe Stunde ungefähr nochmal gehen können. Und dann schmeißen wir die dann gleich ganz toll in die Fritteuse rein. So, halbe Stunde ist vergangen. Und die sind auch schon gut aufgequollen noch, so wie es soll. Und jetzt nehme ich mir einfach hier so eine Schöpfkelle. Die tauche ich einmal hier ein. Einfach nur, damit das Ganze nicht klebt. Und die Fritteuse habe ich jetzt auf 140 Grad eingestellt. So, da drauf. Und einmal langsam absenken. Und den nächsten sofort. Und den nächsten. Ihr seht, mit der Fritteuse ist es am einfachsten, weil die halt eben schön gut schwimmen. Aber wie gesagt, es geht in der Pfanne, es geht im Backofen, es geht überall. Und was jetzt den Überzug betrifft, da gibt es ja zigtausend Möglichkeiten. Ich mache heute mal jetzt eine relativ langweilige Version, einfach mit Zucker und Zimt. Einfach in einer Schale Zucker, Zimt. Und da werde ich die jetzt einfach einmal drin. Einmal drin wälzen. Sehr heiß.
jetzt halt schon mal die nächsten machen. So ein bisschen Restöl müssen sie noch haben, dran haben, sonst haftet das alles nicht. Wow, heiß, 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 heiß. Wenn sie ganz trocken sind, dann ist vorbei mit Haften. Von der Menge her reicht das auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Also für zwei, drei Personen dürfte das auf jeden Fall schon reichen. Aber ich würde sagen, wir schnippeln mal einen an hier. Wie gesagt, seht ihr mal verschiedene Größen, die ich jetzt hier gemacht habe. Also von klein bis groß ist da jetzt alles mit bei. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hochheben kann, ohne dass ich mich verbrenne. So. Oder geht's? Ja, es geht. Kann ich sogar festhalten. So sehen die jetzt von innen aus. Also richtig schick, so wie sie sollen. Ich dachte, ich habe jetzt ganz normal, ganz langweilig Zucker und Zimt nur. Aber ich würde sagen, ich beiß da mal rein. Riechen tut sowieso lecker. Davon ganz ab, aber... Boah, alter Rede, frisch aus der Fritteuse, boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ihr kennt das, macht die Dinge einfach mal nach, die sind sowas von einfach und sowas von lecker. Und wer Bock hat, kann jetzt mal in die Kommentare schreiben, warum die Donuts eigentlich ein Loch in der Mitte haben. Warum? Warum ist das so? Und ihr kennt das, wir sehen uns im nächsten Video schon wieder mit irgendwas Leckerem wieder. Oh. Oh.